Leute, da sind wir wieder zurück im Schloss von Hogwarts und hier gibt es wieder einen kleinen Hogwarts Legacy Guide, nämlich zu einer ganz bestimmten Aufgabe. Und zwar schauen wir da einmal kurz in die Aufträge rein und wir machen heute die Aufgabe von Professor Hackerts. Aufgabe 2 ist eigentlich relativ simpel. Ausweichrolle 10-mal machen bei Gegnern und wirke Incendio 5-mal auf einen Gegner. Eigentlich relativ easy und ja, schaut mal im Kanal vorbei, Leute. Da gibt es ordentlich Guides zu Hogwarts. Falls euch das hier gefällt, lasst gerne mal ein Däumchen hoch und ein Abo da. Und dann starten wir direkt durch. Ja, wie machen wir das? Ist eigentlich ganz easy. Ganz easy cheesy, weil wir gehen eigentlich erst einfach in die Kampfarena. Da gehen wir mal rein und da duellieren wir uns einfach mit anderen Gegnern. Scheißegal, ob ihr gewinnt, verliert oder sonst was. Wichtig ist einfach, dass ihr Incendio ausgerüstet habt und entsprechend viele Ausweichrollen macht. Ja, eigentlich relativ simpel und dann teleportieren wir uns einmal hier hinten hin zum Kampfarena Hof der Universität und da gehen wir dann einmal hin, teleportieren uns hier einmal rein und hier könnt ihr ja an Duellen teilnehmen, um dann entsprechend auch irgendwann der Champion zu werden. Klickt hier einmal dran und könnt hier erstens mit der Trainingspuppe trainieren. Das müssen wir aber nicht unbedingt machen, sondern wir machen gleich einen entsprechenden richtigen Kampf. Wir sprechen den Kollege mit den schönen Locken hier also nochmal an, drücken darauf, dass wir einen Kampf starten möchten und können dann hier noch einen Partner auswählen. Das machen wir, wählen hier entsprechend noch einen Partner aus. Ich nehme jetzt hier Sebastian, weil ich bei Slytherin bin. Und ja, kämpft dann hier gegen 4 Stück aktuell schon. Je nachdem, wie welche Stufe ihr habt, sind das vielleicht mehr oder weniger. 4 Stück ist eigentlich Maximum an Gegnern. Geht dann hier rein und wirkt immer den Zauber Incendio. Ansprechend benutzt ihr auch nicht euren Abwehrzauber, sondern rollt euch die ganze Zeit hier durch die Gegend rum. Ist wirklich am Anfang braucht ihr auf gar nichts achten. Einfach immer weiter rollen. Incendio drauf und ihr müsst die auch nicht unbedingt besiegen. Wirklich vollkommen egal. Einfach immer hier schön rumrollen. Wenn ihr seht, ihr bekommt einen Angriff, immer weiter rollen. Und dann habt ihr relativ schnell die 10 Rollen zusammen. Auch wenn ihr sterbt, halb so wild. Es geht dann direkt wieder weiter zum lockigen Kollege. Und dann starten wir den Kampf einfach wieder neu. Rollen hier wieder weiter rum, wirken Incendio. Und ja, nach 2, 3 Matches habt ihr das dann eigentlich schon erledigt. Können dann hier einfach weiter rumrollen. Wichtig zu wissen ist auch, dass die Gegenstände, wenn ihr den Kampf verliert, die ihr hier im Kampf benutzt, entsprechend gar nicht aufgebraucht werden. Ihr könnt also auch ein paar Heilzauber nehmen, alles kein Problem, denn wenn ihr danach verliert, sind die Heilzauber wieder da, die Tränke. Ja, Freunde, und das war es eigentlich auch schon. Relativ easy, ganz simpel. Und da wünsche ich euch viel Spaß dabei. Und ja, wir haben dann bald den Auftrag erledigt. Wie gesagt, 2, 3 Runden müsst ihr hier einfach machen und fertig ist das. Ich mache das auf diese Methode, weil es hier einfach immer frische Gegner gibt und ihr dann zu nicht in der Wildnis irgendwie rumlaufen müssen, um dann hier 2, 3 Gegner zu bekämpfen und dann wieder den nächsten Gegner zu suchen. Wir machen das einfach hier in der Trainingsarena. Ist meiner Meinung nach die leichteste Methode. Und somit haben wir den Auftrag sehr schnell abgeschlossen. Ja, Freunde, wir sehen uns beim nächsten Video. Würde mich riesig freuen. Ich sag mal, bis dann, macht's gut, adios und ciao, ciao.